Hallo, ich wünsche euch einen schönen Tag und begrüße euch zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen in den Bereich der Hygiene begeben und stellen uns die Frage, wie oft darf ich einen Hund mit Shampoo waschen? Los geht's! Irgendwie wird das schon zum Running Gag, dass ich immer sage, man kann das nicht pauschalisieren. Aber man kann das nicht pauschalisieren. Wir müssen jetzt uns das Ganze so ein bisschen differenzierter wieder anschauen. Zuallererst mal braucht es prinzipiell nicht unbedingt ein Shampoo. Wenn euer Hund gesund ist, gesund ernährt wird und sich jetzt nicht im größten Scheißhaufen wälzt, dann solltet ihr den relativ selten mit Shampoo waschen müssen. Viel am Körpergeruch der Hunde, gerade wenn die so nach nassem Hund riechen oder so ein talgiges Fell haben und das so ein bisschen fettig und ranzig riecht, vieles davon hängt mit der Ernährung zusammen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Fälle gehabt, wo ich den Menschen gesagt habe, versuch mal bitte eine Ausschlussdiät oder fütter mal 4 Wochen Schonkost oder steig mal auf Barfen oder irgendwas anderes um. Und ein Nebeneffekt, den mir die Menschen dann mitgeteilt haben, war sehr häufig, dass der Hund nicht mehr riecht und nicht mehr so stark schuppt. Gerade wenn ihr günstige Futtervarianten füttert, im Bereich Trockenfutter, kann es schon sehr stark sein, dass euer Hund schuppt, dass die riechen, dass die einfach nicht so sonderlich gepflegt und hygienisch aussehen. Stumpfes Fell etc. pp. Dazu hatten wir schon einige Videos, ne? Da müsst ihr mal ein bisschen reinschauen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, da ein bisschen was zu helfen und zu supplementieren, vielleicht ein bisschen Öl ins Futter machen, vielleicht die Ernährung umzustellen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Uns geht es jetzt um die Frage, wie oft muss ich einen Hund tatsächlich mit Shampoo oder wie oft darf ich einen Hund mit Shampoo waschen? Es ist aber trotzdem wichtig zu verstehen, dass gesunde Ernährung einen Großteil der Problematiken wegnimmt. Gesunde Ernährung heißt jetzt nicht zwangsläufig nur Barf. Wenn ihr ein hochwertiges Nassfutter zum Beispiel kauft, habt ihr in der Regel auch nicht so große Probleme mit Schuppen oder Fellproblemchen. So, ich kann euch jetzt mal sagen, wie wir das machen und in welchen Situationen wir unsere Hunde mit Shampoo waschen. Wir nehmen natürlich erstmal die Situation raus, in denen euer Hund sich so richtig schön in der Scheiße oder im toten Kadaver des Eichhörnchens auf der Straße gewälzt hat. Das sind natürlich Dinge, da zögere ich auch nicht, da wird mein Hund auch unter die Dusche gestellt. Ne? Das kommt so ein bisschen drauf an, die Gaia ist so, selbst wenn die sich in Scheiße wälzt, dass die danach, wenn es warm ist im Sommer, viel im See ist und schwimmen geht, dass das eigentlich problemlos wieder draußen ist und ich dann vielleicht sogar mal nichts machen muss. Der Milan wälzt sich relativ selten. Aber wenn die sich gewälzt haben und die stinken, dann kommen die bei mir auch unter die Dusche. Meine Hunde machen das nur nicht so oft. Das muss man dazu sagen. Wenn euer Hund das wirklich jede Woche macht, ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn die stinken, wenn die richtig, richtig versifft und verklebt sind, weil die sich irgendwo gewälzt haben, dann würde ich die vernünftig waschen, gerade wenn es um Kot oder um tote Tiere geht, um Kadaver. Da reden wir ja nicht nur von Dreck und Schmutz, sondern auch von Bakterien und allem Möglichen. Generell aber ist es bei uns so, dass wir unsere Hunde, wenn es hochkommt, 2, vielleicht 3 Mal im Jahr mit Shampoo waschen. Und das sind dann Situationen, in denen wir das ganz bewusst machen, obwohl wir das vielleicht nicht müssen. Beispiel. Immer dann, wenn wir zu Weihnachten zur Familie fahren, werden die Hunde 2 Tage vorher sauber gemacht und unter der Dusche ordentlich ausgewaschen. Ja, weil für uns ist dieser Hundegeruch, den die natürlich entwickeln, also niemand riecht ja gar nicht, sondern jeder hat so einen eigenen Geruch. Aber wir sind halt an unsere Hunde und an den Geruch gewöhnt und wir waschen die dann mit einem Shampoo. Ganz einfach damit die sauber sind, damit das Fell sauber ist, damit die sich gut anfassen, damit halt auch das kleine Kind von Christins Schwester bedenkenlos den Hund streicheln kann. Ja? Und damit die nicht riechen und. Wir machen das also immer vor Familienfesten wie Weihnachten oder wenn wir jetzt auf großen Geburtstag fahren und da ist viel los und nehmen die Hunde mit, dann kommen die unter die Dusche. Ansonsten machen wir das einmal im Jahr rund um den Urlaub, manchmal davor, manchmal danach. Das geht dann auch einher mit der Tatsache, dass wir die behandeln gegen Parasiten. Ja, also wenn wir zum Beispiel nach Norwegen gefahren sind, dann musst du die vorher entwurmen und gegen Parasiten behandeln. Und dann haben wir sie gleich auch immer direkt mit gewaschen. Dann haben wir alles in einen Aufwasch, dann sind wir wieder safe und gut. Man kann also ganz schlecht sagen, du darfst deinen Hund so und so oft waschen. Ich bin der Meinung, dass es mit einmal die Woche schon echt viel ist. Wirklich viel ist. Vor allem kommt das natürlich auch noch immer darauf an, was für ein Shampoo ihr benutzt. Man ist der Meinung, dass das durchaus das natürliche Schutzschild, die natürliche Konsistenz und Robustheit der Haare angreift und mitunter zerstören kann, wenn man die zu oft wäscht. Vor allem, wenn man so ein billiges, aggressives Shampoo hat.
mein Ratschlag wäre jetzt, also einmal im Monat, das ist immer noch im Bereich, wo wir sagen, das ist okay. Ja, wenn das viel mehr wird, würde ich mir Gedanken um andere Lösungen machen. Weil neben den beiden Gründen, die wir gerade genannt haben, also die haben sich akut in irgendwas gewälzt oder aber die haben halt generell immer schlechtes Fell und Schuppen und Stinken, dann ist es halt oftmals auch eine Ernährungssache. Das kann auch eine andere Ursache haben, aber oft ist es das. Gibt es noch eine dritte Möglichkeit und das ist einfach, wenn ihr einen Hund mit einer gewissen Fellbeschaffenheit und Struktur habt. Also wenn die ein längeres Fell haben und ein dichtes Unterfell, dann bist du genötigt, den Hund ab und zu waschen, weil das sonst anfängt zu verfilzen. Dann kommst du gar nicht drum herum. Ja, und ob das dann alle 2 Wochen sein muss, weil es sonst zu stark verfilzt, hängt auch sehr vom Individuum ab. Aber ich würde mal sagen, so einmal im Monat ist ein guter Richtwert, da sollte man in der Regel keine Probleme verursachen. Achtet bitte darauf, dass ihr ein vernünftiges Shampoo benutzt. Wenn ihr jetzt kein spezielles Hundeshampoo mal parat habt, ja, und ihr habt jetzt, euer Hund hat sich aber in irgendeinem furchtbaren Scheiß gewälzt, dann schaut, dass ihr ein möglichst biologisches, möglichst natürliches Shampoo nutzt oder tatsächlich ein Kindershampoo. Kindershampoos sind da eine gute Option, weil die sind in der Regel nicht so scharf, die brennen nicht so in den Augen, wenn jemand in die Augen kommt. Kindershampoo ist da eine gute Option. Ansonsten nehmen wir immer möglichst naturbelassene Shampoos, die auch gegen Flöhe und Zecken helfen. Die sind dann auf Zitrusbasis, die riechen dann also ein bisschen zitronig und zitrusfruchtig, sind nicht zu ölig. Da müsst ihr einfach mal schauen. Geht in euren Fressnapf oder Laden um die Ecke und schaut einfach mal nach einem möglichst natürlichen Produkt. Nehmt nicht das Ultra-Anti-Schuppen- und Anti-Zecken-Shampoo, weil das sind meistens eher chemische Produkte. Nehmt einfach ein biologisches Produkt. Eine gute Option sind auch Shampoos aus dem Drogeriemarkt. Das gibt im DM oder im Rossmann und wie sie nicht alle heißen. Gibt es ja auch naturbelassene Linien, wie zum Beispiel Alverde oder. Da könnt ihr auch mal schauen. Auch da gibt es Shampoos, die man durchaus nutzen kann. Die würde ich dann aber tatsächlich im Gesicht nicht groß anwenden, damit sie nicht in die Augen kommen, damit sie nicht brennen. Und dann ist es gerade bei langhaarigen Hunden wichtig, dass ihr die nach dem Einschamponieren und Abduschen, dass sie die vernünftig durchkämmt. Weil da geht es ja darum, den Filz zu lösen, den Dreck rauszuholen, den Filz glatt zu kämmen, dass sich das eben nicht verknotet und verfilzt. Bei den allermeisten Hunden reicht es, die danach mit dem Handtuch trocken zu schubbern, selbst wenn die noch ein bisschen feucht sind, und die einfach am Nachmittag selbst trocknen zu lassen. Ja, macht eine Heizung an, dann sollen sie sich schön im Wohnzimmer vor oder auf die Couch legen, legt man halt eine Decke drunter und gut. In den meisten Fällen reicht das, dass wieder Luft ans Fell kommt. Und das ist genau das Wichtige. Also das Fell muss halt luftdurchlässig sein, damit der Hund trocknen kann, damit der Hund kühlen kann, damit es einfach eine gesunde Struktur hat. Denn wenn es verfilzt oder verklebt ist, dann bringt das mehrere Probleme mit sich, denen man dann einfach aus dem Weg gehen kann. Ich kann euch nicht sagen, so und so oft ist gut. Wenn euer Hund sich einfach jede Woche in Scheiße wälzt, dann müsst ihr entweder anfangen, das erzieherisch aufzuarbeiten, oder man müsst ihn jede Woche unter die Dusche stecken, oder aber ihr müsst mit dem Gestank zu Hause leben. Und ich glaube, dann gehen die meisten hin und duschen den Hund. Ihr könnt das aber auch sehr gut über Training auffangen. Also es ist nicht normal, dass euer Hund sich so oft in Scheiße wälzt. Und selbst wenn das keine Problematik ist, sondern das einfach nur macht, weil das aus Spaß macht, kann man ihm das trotzdem beibringen, dass er sich da nicht in jeden Kack reinwälzt. Oder ihr müsst aufmerksamer sein, das gibt's auch. Die meisten träumen so ein bisschen, weil die Hunde schnüffeln erst und man sieht so ein bisschen schon, wenn die Pfote hochheben und sich so reindrehen, sieht man schon, was die vorhaben. Dann kann man meistens noch ganz gut rufen. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen zu entscheiden, wie oft Shampoo bei eurem Hund angebracht ist oder nicht. In diesen 3 Fällen, wie gesagt, wenn die sich viel wälzen, musst du halt machen. Wir machen es immer vor Familientreffen oder aber vor festen Dingen wie dem Urlaub, sodass wir einfach 2-3 Situationen im Jahr haben, wo wir es eh machen. Und das Dritte ist, wenn ihr halt eine gewisse Fellstruktur habt, dann solltet ihr tatsächlich häufiger den Hund mal waschen und duschen und ein Shampoo nutzen, um das auch sauber zu kriegen und um die Knoten rauszubekommen. Gerade wenn ihr zu der dritten Fraktion gehört und ihr habt zum Beispiel einen langhaarigen Australian Shepherd oder einen Pudel oder einen Border Collie, die so richtig Filz haben oder, dann nehmt Kontakt mit einem Hundefriseur auf. Da müsst ihr eh ab und zu mal hin und fragt den, welches Shampoo er euch empfehlen kann. Ein guter Hundefriseur empfiehlt euch da ein gutes, naturbelassenes Produkt, das nicht zu chemisch ist, mit dem ihr gut arbeiten könnt. Im Zweifel haben die das auch da und ihr könnt es da gleich mitnehmen. Ja? So, ich hoffe, das hilft euch. Ich bin raus. Tschüss.